Guten Tag. Wir bitten heute um eure Mithilfe, nicht per E-Mail. Bitte keine E-Mails senden, weil dann kriegen wir 50 Millionen E-Mails, sondern um eine Facebook-Diskussion, falls ihr das bei Facebook lest, oder eine Insta-Diskussion, falls ihr das bei Insta lest. Und zwar ist uns etwas aufgefallen, dass man nämlich im Zusammenhang mit Corona oder Covid, wie auch immer ihr das nennen wollt, mit der Seuche, können zwei Sachen passieren. Und zwar einmal, wenn man geimpft wird und einmal, wenn man nicht geimpft wird. Wir fangen mal mit der Impfung an. Guten Tag. Wer bist du überhaupt? Ich bin Janine. Ja. Also mit der Impfung kann es sogar sein, dass die Pille anfängt, ihre Wirkung zu verlieren. So ist es bei mir der Fall gewesen. Zwei Wochen nach der Impfung hat sie komplett den Geist aufgegeben, hat meinen kompletten Hormonhaushalt durcheinander gebracht und war jetzt für anderthalb Jahre außer Gefecht gesetzt. Woran hast du es denn als erstes gemerkt, dass da irgendwas mit der Pille nicht mehr funktioniert? Ich habe starke Kopfschmerzen bekommen über mehrere Tage hinweg und die Blutung hielt bis zu 4 Wochen an. Und was hast du dann gemacht? Also hast du sie dann abgesetzt oder? Ich habe sie noch nicht abgesetzt. Ich bin erst zum Frauenarzt und er hat dann nach den Symptomen gefragt, weil es hätte ja auch sein können, dass ich die Pille einfach nicht vertrage. Und er hat dann gemeint, dass es dann wahrscheinlich in den Zusammenhang mit der Impfung kommt und dass er wohl auch schon mehrere Patientinnen hatte, knapp 80%, die nach der Impfung die Pille nicht mehr vertragen haben. So, da würden wir gerne von euch mal hören. Habt ihr auch Erfahrungen gemacht? Welche Pille habt ihr genommen? Wie lange hat es gedauert? Bei dir, du hast gesagt, das war eine starke Pille. Das ist also im Gegensatz zur Mini-Pille. Verstehe ich das richtig? Ja. Kannst du ruhig mal, ist egal, sag doch ruhig mal, welche das war. Das war die Livomin 30. So. Und jetzt hat es sich wieder eingependelt. Wie lange hat es gedauert? Ja, also jetzt hat es sich wieder eingependelt. Anderthalb Jahre hat es gedauert. Nur bis die Pille halt wieder komplett eingespielt war, hat es jetzt wieder 4 Monate gedauert. Ja. So, und jetzt denkt ihr vielleicht, Impfung? Nee, bei Corona kann das auch passieren, nur ein bisschen anders. Wer bist du? Hallo, wer bist du? Also bei mir ist es so, ich nehme keine Pille. Also nach der Impfung kann ich auch direkt sagen, hatte ich eine stärkere Periode und leichte Periodenbeschwerden. Das würde ich auch gerne mal wissen, ob das anderen Frauen auch so ging, die, dass sie nach der Impfung dann einen Monat plötzlich irgendwelche Zwischenblutungen und so weiter. Das ist aber nicht alles. Ich erinnere mich, wir saßen in einem Café und dann konntest du vor Schmerzen dich nicht mehr bewegen. Ne? Nummer zwei ist viel, viel schlimmer. Ich hatte nämlich auch eine Infektion und bei der Infektion, das möchte ich nicht nochmal durchmachen, nämlich direkt nach der Infektion, die Periode, die danach kommt, das sind die Schmerzen aus der Hölle einfach nur. Also ich bin jemand, der hat normalerweise keine Periodenbeschwerden, eine super kurze Periode und also bei mir geht alles so 2 Tage Periode, dann ist alles vorbei, ist alles gut. Und da ist es halt so super, also nach der Infektion, die ist auch zwei Wochen später gekommen, erst die Periode, dann... Also mit Verzögerung. Mit Verzögerung. Ja. Dann super starke Schmerzen, super starke Migräne, super starke Periode und also super starke Blutung, also das ist alles an Beschwerden plötzlich da gewesen. Aber hatte ich noch nie. Erstens das und zweitens, dein Frauenarzt hat anders als dein Frauenarzt hat gesagt, das ist alles Quatsch. Ne? Noch nie von gehört. Noch nie von gehört. Hat sie gesagt. Deswegen möchte ich gerne eine mal. Frau. Ja, war eine Frau, sie hat noch nie von gehört, deswegen würde ich gerne auch mal hören, haben auch andere Beschwerden nach der Infektion, nicht nur nach der Impfung. Postet das mal bitte, wie gesagt, bitte keine E-Mails senden, weil es wahrscheinlich 50 Milliarden Menschen sich melden, aber postet es hier drunter, uns interessiert das wirklich sehr. Nochmal, es geht hier nicht um Impfung, sondern es geht darum, dass irgendwas mit dem ganzen Corona-Klimbim und der Impfung, aber auch ohne Impfung damit zu tun hat. Dir ist es, wie gesagt, zweimal passiert, hast du gesagt, Ines? Ja. Ja. Und, also bei beidem. Bei mir war es bei der Impfung nicht so schlimm. Da habe ich nur leichte Veränderungen gemerkt. Ich hatte sehr, sehr große Probleme bei der Infektion. Ja. Und bei dir war es eben während der Einnahme von der Pille. Also nochmal, wir bashen hier überhaupt nicht. Das ist weder Pillenbashing noch Impfungsbashing. Es ist höchstens Corona-Bashing schon. Ja. Ne? Ja, Corona bashen wir schon ein bisschen. Also bitte nur über Erfahrungen berichten. Bitte spart euch irgendwelche allgemeinen Kommentare, Witze oder sonst irgendwas, sondern wir würden gerne nur ein paar Informationen sammeln. Vielen herzlichen Dank. Danke, dass ihr das berichtet habt. Das finde ich sehr, sehr gut, weil irgendwie man hört ja kaum was davon. Ne? Ja, es ist immer schwierig. Also es ist ja auch ein Problem tatsächlich in der Medizin, dass es tatsächlich auch Männer beherrscht ist, also eine Domäne, die sehr Männer beherrscht wird. Und da ist natürlich
die Periode wird gerne als sowas Mysteriöses angenommen, was immer mal irgendwelche komischen Sachen macht, auch was man nicht vorhersehen kann. Aber ich denke, viele Frauen wissen genau, wie ihre Periode abläuft, wann ihre Periode kommt. Und ich bin zum Beispiel jemand, ich verhüte nicht mit Pille, ich weiß aber trotzdem genau, an welchen Tag exakt meine Periode zu kommen hat, wie lange diese Periode dauert, wie dolle diese Periode sein wird. Also dazu muss man nicht das Ganze mit der Pille regeln, sondern also viele Frauen kennen auch ihren Körper und da sollte man auch mal drauf hören, wenn die dann sagen, irgendwas war komisch nach der Infektion. Genau. Und nicht sagen, das kann man nicht vorhersehen. Das kann man ja überhaupt nicht vorhersehen, das ist magisch. Genau, und das machen wir jetzt. Wir versuchen da mal drauf zu hören. Also nochmal vielen Dank an euch beide und wir sind gespannt auf eure Kommentare. Tschüss, der Marc.